Jo, da bin ich wieder. Ich habe gedacht, ich könnte mal weitermachen mit dem klassisch-Chinesisch-Kurs. Und es geht schon wieder um Interrogativpronomen, aber ich verspreche, es ist das letzte Mal. Danach geht es zwar auch mit Fragesätzen weiter, aber dann mit Fragepartikeln. Ja, Interrogativpronomen, was haben wir da noch? Wir haben das Xi. Genau, Interrogativpronomen, es entspricht dem He. Also was oder welcher, welche, welches, welcher Art. Oder es gibt einen Grund an. So, dann habe ich einmal einen Beispielsatz aus dem Zhuangzi und einmal einen Satz aus dem Hanfeize. Die einmal Xi in der oder als Entsprechung von He zeigen. Na, einer der vielen Bedeutungen von He. Und im zweiten Beispielsatz einmal in der, wo ist es denn jetzt? Ja, da. Im zweiten Beispielsatz einmal als Frage nach dem Grund oder nach der Ursache oder als warum. Okay, fangen wir mit dem ersten an. Stammt aus dem Zhuangzi und ja, ist eine von den etwas bekannteren Geschichten. Wo Zhuangzi halt rumläuft und dann sieht, wie irgendwie ein Baum gefällt wird und ein anderer nicht. Und der Baum, der gefällt wird, ist der, der gerade ist. Und er fragt sich dann so, wo ist es jetzt besser, der gerade Baum zu sein, weil man dann irgendwie einen Sinn hat und verarbeitet werden kann? Oder ist es dann doch lieber, oder ist es doch sinnvoller, wenn man irgendwie, ja, irgendwie so ein alter, knorriger, krummer Baum ist, wo man kein Möbelstück rausmachen kann, weil das Holz einfach viel zu unregelmäßig ist oder sonst irgendwas. Und zweite Situation ist, also er kommt dann zu der Erkenntnis, hey, es ist besser, wenn man irgendwie nicht so gut ist in dem, was man ist, also wenn man irgendwie so ein krummer Baum ist, weil dann bleibt man einfach länger am Leben. Das nächste, was er dann aber sieht, ist, dass da das passiert, was hier passiert. Und zwar soll ein, ja, ein Diener. Ich lese es am besten einfach vor. Shuzi qin yue, qi yi neng ming, qi yi bu neng ming, qin xi sha. Also, geht darum, dass der Diener irgendwo hingeht und zwei Hühner hat und eins davon kann vernünftig, oder zwei Hähne, einer davon kann vernünftig krähen und der andere nicht. So. Qin heißt im modernen Chinesisch bitte. So. Keine Ahnung. Bitte erklär mir irgendwas. Im klassischen Chinesischen heißt es manchmal bitte, meistens aber eher sowas wie um Erlaubnis fragen oder jemandem etwas gestatten. Wenn man jemandem etwas gestattet, dann ist es halt auch kausativ so die Erlaubnis. Man hat jemanden irgendwie veranlasst, einem die Erlaubnis für etwas zu geben. Also es passt so ungefähr in das Bedeutungsfeld. Nur dass ihr euch nicht wundert, warum ich das jetzt an zwei Stellen ein bisschen unterschiedlich übersetze. Also entweder auch um was bitten oder bitte oder nach was fragen oder etwas erlauben, gestatten oder jemanden dazu bringen, etwas zu erlauben oder zu gestatten. So, Qin. Der Sklave oder der Diener Qin Yue fragt. Ich übersetze es hier jetzt einfach mal als Fragen, weil es sinnvoller ist. Er hat also, wie gesagt, die zwei Hähne. Qi yi, von denen einer, Meng Ming, vermag zu krähen. Qi yi, von denen einer, Bu Neng, vermag nicht Ming zu krähen. Qin Si Sha. Also, so bitte oder lasst mich oder ja genau, lasst mich oder soll ich? Und dann Xi, hier wie He, also welcher, welche, welches, welchen töten? Oder anders, welchen soll ich schlachten? Weil es geht halt darum, dass Trump zu Besuch kommt und dann soll halt für ihn Essen gekocht werden. Und deswegen kommt dieser Diener an und sagt so, hier, der eine kann krähen, der andere kann nicht krähen, welchen soll ich schlachten, damit er dann serviert, zubereitet und serviert werden kann. Und da ist der Trick an der Sache, dass nämlich da der Hahn geschlachtet wird, der nicht krähen kann. Und
dass der krähende Hahn am Leben bleibt und dann ist Drunk so total verwirrt, weil er sich irgendwie so denkt, oh mein Gott, bei dem Baum ist es voll sinnvoll, wenn man total scheiße ist, weil man krumm ist. Bei dem Hahn ist es irgendwie total blöd, wenn man scheiße ist, weil man dann nämlich geschlachtet wird, wenn man nicht krähen kann. Ja, auf jeden Fall so die Geschichte grob. Zweiter Beispielsatz zum Sie und diesmal eine Frage nach dem Grund. Hafeze hat etwas erzählt über einen Herrn Qingfeng und Qingfeng war zur Zeit der zur Frühlings- und Herbstperiode ein Politiker oder ein Staatsmann im Staat Qi. Und der hat als Minister gearbeitet, ich glaube Minister zur Rechten, und hat dann aber den Herrscher abgesägt und hat sich selber an die Macht gebracht und hat dann Luan, Unordnung angerichtet, beziehungsweise eigentlich den rechtmäßigen Herrscher abzusägen, ist auch schon Luan, Unordnung machen, aber auf jeden Fall, er hat es vermasselt und musste dann später fliehen. Also, Qingfeng, Wei Luan, Yu Qi, Er Yu Zu Yue, Qi Zu Ren Yue, Jin Jin, Xi Bu Zhi Jin. Also, Qingfeng macht Unordnung, Yu, Ortsangabe in Qi, also dem Staat Qi. Er Yu Zu Yue und will gehen oder vielleicht wahrscheinlich irgendwie ziehen mit seinem Gefolge oder vielleicht auch marschieren mit seinem Heer. Ich weiß nicht, ob er da jetzt geflohen ist oder sonst irgendwie, wie das vonstatten ging. Wohin? Nach Yue. Yue ist relativ im Süden, ist auch ein Staat zur Zeit der Streitenden Reiche. Also nachdem er in Qi nicht besonders erfolgreich war, weil dann gegen ihn rebelliert wurde und er dann halt vertrieben wurde, wollte er sich aufmachen nach Yue. Qi Zu Ren Yue. Sein Zu Ren, das ist jemand aus seiner Sippe oder jemand von seiner Verwandtschaft, sagt, beziehungsweise hier fragt, denn es ist ja eine Frage. Jin Jin. Jin. Auch ein Staat oder ein Reich zur Zeit der Streitenden Reiche. Jin ist nah, ist in der Nähe. Qi, warum? Bu, zhi, nicht gehen. Jin, also nach Jin. Insgesamt, Qingfeng sorgt in Qi für Unordnung oder richtet Chaos in Qi an und will nach Yue ziehen. Sein Verwandter oder jemand aus seiner Verwandtschaft fragt, Jin ist Name, warum gehen wir nicht nach Jin? Also hier, Xi, das Interrogativpronomen, als Frage nach dem Grund oder der Ursache von etwas. Und hier oben in einer der Funktionen, die He auch hat, also was, beziehungsweise an der Stelle welches. Ja, das war das letzte Interrogativpronomen, mit dem ich euch jetzt hier ärgern möchte. Und dann gehen wir gleich in der nächsten Lektion oder in dem nächsten Video zu den Fragesätzen über, die mit Fragepartikeln gebildet werden. Bis denn!